Oh yeah, Leute, was geht ab? Willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Yo, it's Roblox. Und Leute, wir spielen heute Entkomme aus dem Wasserpark. Ich weiß nicht, welcher gesunde Mensch aus dem Wasserpark entkommen will, weil ich für meinen Teil möchte eigentlich dort bleiben, außer vielleicht bei Wet n' Wild. Aber Freunde, ich habe schon direkt zu Anfang gesehen, falls du ein Dings bist, ein Robuxionär, kannst du natürlich hier gerne mal 10.500 Robux spenden, Roman. Ich meine, du hast doch das Geld flockig locker, oder? Ich würde sagen, wir fackeln jetzt nicht lang rum. Robux, zieht jeder sich nochmal eine Badehose an? Ich ziehe mir jetzt hier erstmal meine quadratische Badehose an und dann würde ich sagen, let's do this. Okay, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Oh, Checkpoint. Achso, der Checkpoint wird direkt angezeigt, wenn du denkst. Oh. Roman, ich würde sagen, wer zuletzt am Ziel ist, der hat gewonnen. Okay? Okay. Was hältst du davon? Wer zuletzt am Ziel ist, zack, nächster Checkpoint. Hier lang. Bist du dir sicher? Ah, hier kann man, da kann man nicht langlaufen. Ich glaube, wir müssen hier ins Water springen. Wir müssen ins Water. Guck mal, das sind riesige Donuts hier einfach. Donuts, die einfach schwimmen, gell? Ich liebe Donuts im Wasserpark. Yeah, Alter, bunte Donuts. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch liebt es auch, im Schwimmbad Pommes zu essen? Bitte ab in die Kommentare damit. Ich für meinen Teil bin so ein richtiger Schwimmbad-Pommes-Mensch. Du liebst doch immer Pommes. Ja, aber chill mal, nicht immer. Nicht dein, guck mal, hier die ganzen Kinder. Dein Lieblingsessen ist doch Pommes, oder nicht? Ja, würde ich sagen, weil Pommes geht halt immer, weißt du? Das ist sowas. Ich habe einfach nur, das Kind hat dich einfach zerfetzt mit dieser Bombe, gell? Hat mich echt zerfetzt, Oh, guck mal, hier darf man nicht lang gehen, weil hier einer hingepieselt hat. Leute. Wer kennt's nicht? Ein bisschen im Schwimmbad, hier ein bisschen chillen, millen, grillen, ein bisschen hinpieseln. Bisschen grillen im Schwimmbad, gell? Oh yeah. Es geht. Also ich hab damals, als ich kleines Kind war, habe ich im Schwimmbad gegrillt. So das Alter, was? Im Schwimmbad? Ja, das ging. Im Hallenbad drinne. Im Hallenbad, ja genau. Bitte verlassen Sie sofort das. Jetzt erstmal eine schöne Bockwurst. Lars, kein offenes Feuer im Mediamarkt. Lars, kein offenes Feuer im Schwimmbad. Ich mach Feuer, ruhig. Okay, wo geht's lang? Hier, the door is over, oder? Also die Tür ist zu. Wir müssen jetzt, glaube ich, über den bestimmt da Karton. Rein. Ja, es ist immer hier es durch ist den... Immer der Lüftungsschacht. Okay, wo führt's her? Oh mein Gott, wir sind in der Frauenkabine. Schnell raus hier. Spaß, Leute. Spaß. Aber wie gesagt, Schwimmbad-Pommes ist das Beste. Guck mal, die Frauenkabine ist sogar zu. Vielleicht hat da jemand sich nicht richtig hier Dings, ne? Vielleicht hat ja auch jemand den Boden dreckig gemacht oder sowas. Okay, let's go. Ganz cool. Dann berühr mal so einen Ring. Wenn du... 5 Euro. 5 Euro? Nein, nicht 5 Euro. Okay. Du schuldest mir jetzt 5 Euro. Ich hab gesagt, nicht 5 Euro. Hab ich doch, nicht du hast gesagt 5 Euro. Nein, hab ich nicht gesagt. Warum ist eigentlich die Mädchenkabine zu? Weiß das frage ich mich. Da kommen wir doch gerade, oder? Ah nee, wir kommen aus der Jungskabine, oder? Ja, wir kamen aus der Jungskabine. Da hat sich wohl jemand in der Mädchenkabine nicht zusammenreißen können, hä? Na, da hat jemand Dings ein bisschen pieseln müssen. Okay, let's go. Alter, was sind das für riesige diese Hotdogs, Platten, über die man springen Platten muss? Diese Platten sind so mega gigantisch. Warte, und zack. Hey, ich muss sagen, als ich die Obby eben gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ist schon nice. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob die wirklich so Alter, ich bin auf dem Fett ausgerutscht. Ich bin auch schon auf dem Fett ausgerutscht. Und weißt du, da liegt einfach eine einzige riesen Riffelpommes. Nein, das ist noch eine Riffelpommes. Sind insgesamt zwei. Stimmt. Ich liebe es, zwei Pommes im Schwimmbad zu essen. Oh nein, als nächstes wird's. Aber ich hab das auch, wenn ich im Schwimmbad Pommes essen will. Oder beziehungsweise immer, wenn ich Pommes essen will. Habe ich das so, dass ich dann immer nur eine esse, weißt du? Und dann muss ich direkt den ganzen Rest auch noch essen. Hast du das auch? Echt? Nee, habe ich nicht. Das ist wie bei einer Tüte Chips. Wenn ich eine Tüte Chips anfange, dann muss ich die zu Ende essen. Echt jetzt? Nee, ich habe mir das abgewöhnt so ein bisschen, weißt du? Weil sonst wird man zu dick nach einer Zeit. Was soll das denn jetzt heißen? Oh, das soll nichts heißen. Das soll nicht heißen, dass man... Die beiden einfach beide... Warum liegen hier eigentlich überall Hosen, gell? Ist das dir mal aufgefallen? Die liegen überall Hosen. Oh mein Gott, das geht unter. Ja, Mann, der blaue ist safe, wo ich bin. Kommt der auch ganz entspannt wieder hoch oder spawnt er dann einfach wieder oben? Ich glaube, die Dinger kommen entspannt wieder hoch. Zack, und das jetzt kannst du weiter springen. Das ist ja chillig. Cool, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Millig grillig ist das. Wow. Oh mein Gott. Das Wasser hat voll die schöne Textur. Das sieht so giftiges Wasser ist das einfach. Strahlend blau sieht es aus. Oh mein Gott, mega cool. Hier ist eine Krake, die versucht einen anzugreifen. Guck mal, hast du schon gesehen? Echt? Alter, hier ist eine lebensbedrohliche Krake. Hilfe! Ich glaube, deswegen müssen wir überhaupt aus dem Schwimmbad rauskommen, weil es hier... Mann! Alter, die Dinger verschwinden hier einfach von selbst. Oh mein Gott. Ich dachte, das passiert nicht, hä? Ich dachte, das passiert nicht. Komm, aber spring weiter, Lars. Du musst mich einholen. Ja. Ich bin schon 800 Sprungblöcke vor dir. Ich habe gesagt, wer verliert, hat gewonnen.
Warte, jetzt warte ich kurz. Aber jetzt schau gleich zu, dass dich die Krake nicht isst, okay? Weil okay, sonst warte, hast du die ganze Map verloren. Ich bin weitergesprungen. Wirklich? Ja, wenn dich die Krake frisst, dann musst du von ganz neu anfangen. Also Alter. Stand ganz am Anfang dran, deswegen sollte man da aufpassen. Okay, okay. Aber okay. Schau einfach zu, dass die dich nicht frisst. Let's deswegen do this! Deswegen ist eigentlich alles in Ordnung. Geronimo! Okay, geschafft. Oh Mann, hier hinten kommen so Dings. Oh, so die Dinger habe ich so, diese Teile, diese Schwimmbrett-Dinger, da habe ich so geliebt, Alter. Diese, da, wo du dich so mit dem Bauch. Gut dingsen, ne? Wo man hinten sich so mit dem Bauch so drauflegt. Schwimmnudeln. Kennst du Schwimmnudeln? Schwimmnudeln? Klar kenn ich. Schwimmnudel. Noodles. Spaghetti ist da einfach hinten. Spaghetti-o. Uiuiui. Uiuiui. Was? Der Kraken hat mich eingesaugt. Mich auch. Ich hab nur gelogen. Komm mit. Hallo. Guck mal, hier hinten Swim sind Burger und Donuts. Guck mal, die Kraken hat genau das gegessen, was in diesem was Kiosk verkauft wurde. Ja, genau. Hey, oh mein Gott. Hier hinten kommen Dings. Laserstrahlen. Ding, 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 ding. Wer kennt's nicht? In einem Schwimmbad ist eine Krake, die Laserstrahlen im Körper hat. Wer kennt es nicht? Ja. Wird in jeder Obby wird man auch einfach gegessen. Gell? Und man wird auch immer überrascht von irgendwas anderem. Ja, aber wir sind wieder draußen auf den Gartenstühlen. Können wir jetzt hat ihr uns jetzt ausgeköttelt? Wahrscheinlich schon. Aus ihrem Tentakel hat sie uns rausgedrückt. Oh, da ist wahrscheinlich da ist schon das Exit von diesem Schwimmbad. Wir müssen uns beeilen, los, los. Warte, jetzt I can nur noch see the exit. Roman, Puh. Warte, chill, 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 wir müssen jetzt erst nochmal einen Schlachtplan machen, okay? Guck mich an. Hör mir zu. Dein Kopf wird einfach grün, wenn du stirbst. Ja, und ich hast du den Checkpoint, hast du deinen Checkpoint gesetzt? Oh mein Gott, was? Ich bin wieder bei der Krake gelandet. Hä, du hast deinen Checkpoint einfach nicht gesetzt. Ah, du bist so ein dumm Batzi-Doof. Ich wollte mit dir einfach einen Schlachtplan... Ich wollte mit dir eigentlich einen Schlachtplan machen, so wie wir jetzt hier, wenn wir rauskommen, ob wir uns dann nochmal eine Schwimmbadpommes holen, aber anscheinend machen wir das dann doch nicht, Roman. Ist okay. Ja, ich wurde halt leider... Okay. Hä, aber ich verstehe gar nicht, warum ich so weit hinten gespawnt bin. Es ist okay! Ich hab doch die ganzen Checkpoints geholt, was soll das? Ich sehe hier den Exit, was passiert jetzt, wenn ich hier durch den Exit gehe, Leute? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert nur mit dem Exit? Oh mein Gott, hier geht's ja noch weiter. Natürlich geht's noch weiter, ist doch noch nicht zu Ende. Aber hier muss man irgendwie... Kann man nicht hier irgendwie run? Okay, run home. Weißt du? Run. Dö. Oh, hier. So, jetzt man muss hier eigentlich nur links und rechts laufen. Soll ich auf dich warten oder? Okay, ich warte springe. Nicht auf dich. Ich springe um mein Leben. Ich springe um mein Leben. Oh, yeah. Was haben wir das letzte Mal gesagt? Joro, gell? Oder sowas. You only Roblox once. Joro. Joro. Oh yeah, ich bin auch gleich da, Mann. Bist du schon im nächsten Level? Ich bin sogar schon am Ende vom nächsten Level, guck mal. Ich bin raus. Guck mal hier, ich bin hier drüben, siehst du mich? Guck mal. Oh mein Gott, siehst du mich? Muss man hier rennen? Hä, warum bin ich so langsam? Sollte man hier nicht irgendwie schnell sein? Nein, du bist langsam. Das ist nämlich ganz normal. Hey, ich glaube, diese Passage ist eigentlich anders. Normalerweise muss man hier, glaube ich, voll schnell sein. Hab ich es jetzt geschafft? Ich weiß es nicht. Warte, ich mach mal hier den letzten Checkpoint. Doch, da hinten sind schon Geschenke. Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft! Was gibt's für Geschenke? Meine Mutter ist stolz auf mich! Check out my andere Games hier. Oh, guck mal, das haben wir, glaube ich, sogar schon mal gemacht hier mit dem bösen Arzt haben wir schon mal gemacht. Dann hatten wir, was auch immer das da sein soll, ich habe keine Ahnung. Und Bubble Battle, ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, nice. Okay, wir haben es anscheinend geschafft. Woo! Roman hat es jetzt auch endlich geschafft. Roman, Fazit. Ich bin do. Fazit. Guck mal, hier Yellow Case. Was heißt das, Yellow Case? Weiß ich nicht. Wow! Guck mal, wie schnell man auf einmal ist. Ah, hä? Red Green Case? Case? Hä, wie hast du das gemacht? Achso, man einfach kann das antippen. Ne? Achso. Okay, alles klar. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Es war auf jeden Fall eine äußerst interessante Obby, muss ich mal sagen. Wir wurden von einer Tentakel gefressen. Wir wurden von einer Krake gefressen, Leute. Hey, kann man hier weitergehen? Nee, ich weiß nicht. Nee, kann man nicht. Hier kann man nicht weitergehen. So. Gut, Leute. Wow, Alter. Oh, was? Alter, kann man hier hochspringen? Ey, guck mal, man kann sogar da reingucken. Ich springe jetzt mal. Ah, nee, geht nicht. Okay. Ui, Leute, ich würde sagen, doch, man kann wieder ins Schwimmbad reinspringen. Guck mal. Laber keinen Mist, wirklich. Doch, ich bin im Schwimmbad. Guck. Ey, ich auch. Lol. Ja. Hiya. Lol. Okay, wir sind gerade aus dem Schwimmbad entkommen und jetzt rennen wir einfach wieder ins Schwimmbad rein. Ich bin gestorben. Ich bin jetzt auf dem Kiosk drauf, Leute, der König der Welt. Ich würde sagen, Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir machen jetzt nochmal ein bisschen Quatsch hier in der Obby. Ich würde sagen, wenn ihr Bock auf mehr habt, natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder, Leute. Hau da rein. Bis dahin. Tschüss. Sag Tschüss, Roman. Du musst jetzt noch Tschüss sagen. Tschüss. Mein Name ist Roman. Tschüss.